Guck an. Manche Bilder haben keine Aufschrift, andere doch. Ich nehme auch die Haken mit. Man weiß nie. Sitten, CDT. Euer Nuffs endet. Okay. Time soon. Was für eine Verwüstung. So, okay. Was haben wir hier? Was für eine Verwüstung. Achso, wir sind genau durch diese Dame gekommen, alles klar. Hier ist es zu gefährlich. Ich werde woanders nach Indizien suchen. Schön, dass er die Türklinke anfassen konnte. Die hat bestimmt überhaupt ein Scheißes. So, was haben wir hier noch? Verschlossen. Ich nehme auch die Haken mit. Man weiß nie. Egypt wird dir helfen. Was für eine Verwüstung. Ich nehme auch die Haken mit. Ich habe hier, ja, Haken. Was für eine Verwüstung. Aber die Bilder sind eigentlich auch ganz gut runtergekommen, oder? Wie seht ihr das? Was für eine Verwüstung. Daran erkennt man ohne Zweifel den Vandalen. Da war gerade was gewesen. War ein Stofffetzen. Was für eine Verwüstung. So, dann haben wir hier noch ein Bild. Das ist diese Baldachine. So, hier auch. Was für eine Verwüstung. Ich glaube nicht, dass sie durch die Explosion verursacht wurde. Nee, hier ist irgendjemand langgelaufen, hat Striemuch ran die Wand gemacht. Das war jemand anders. So. Okay, wir kämen ins Arbeitszimmer. Ich bleib mal was mit dem Gang. Ach, da ist wohl gar nicht rein. Nee. Okay. Es ist, als hätte jemand hinter diesen Wänden etwas gesucht. Aber der Verrückte hat lediglich den unteren Teil der Wand erreichen können. Es ist, als hätte jemand hinter diesen Wänden etwas gesucht. Aber der Verrückte hat lediglich den unteren Teil der Wand erreichen können. So, na, wir gehen erstmal hier durch. Entspannt. Gerade ist die Musik auch ein bisschen entspannter. So. Ich nehme auch die Haken mit. Man weiß nie. Okay. Der Rauch ist zu dicht. Ich halte es hier nicht lange aus. Okay. Mal schnell machen dort. Okay, gut. Wir gehen mal was zurück. Was für eine Verwüstung. Verschlossen. Und gehen mal ins Arbeitszimmer. Speichern mal ab und suchen dieses Mal. So, was ist neu? Diese schöne Uhr muss etwas verbergen. Ach, auf einmal. Es ist ja vorne aufgefallen. Eine schöne Uhr ist. Okay, ich kann hier gerade... Ich habe ein Zahnrad. Ist die Lösung auch für alles wahrscheinlich? Oh ja, ein Haken. Ah, guck an. Da können wir dann Gewichte dranhängen, nehme ich an. Können wir das Sand dranhängen? Ich meine, wir haben eine Tasche mit Sand. Vielleicht finden wir noch Feingewichte irgendwie. Okay. Nehmen wir es mal so hin, was könnten wir machen? Okay, dann gehen wir mal rechts. Damit können wir in die Bibliothek kommen und nicht wieder zurück. Wäre also ein One-Way. So. Er kann sein, dass wir es natürlich machen müssen. Er wird entfernen. Ach ja, da muss es hingefallen. Es wäre auch cool, wenn hier komplett neue Schriftstücke auftauchen würden, meines Erachtens.
Die hätten wir schon irgendwo sehen müssen. Die Explosion muss sehr heftig gewesen sein. Wenn selbst hier der Marmor zerborsten ist. Durchaus, ganz froh, dass das Haus überhaupt noch steht. Okay, ich sehe jetzt erstmal zu schnell hier nichts. Hier finde ich nichts mehr. Danke, Holmes, für diesen tollen Beitrag. Okay, also ich könnte hier Gewichte dran machen. So, ich würde einfach mal speichern. Dann gucken wir mal, wir gehen in die Bibliothek und schauen, was passiert. 26. Verschlossen. Alles klar, es geht nicht mehr. Ich hätte gesagt, sie ist einfach dir ermöglichen und dich dann gleich umbringen. So, jetzt können wir hier reingehen. Der Rauch ist zu dicht. Ich halte es hier nicht lange aus. Okay, das Sarkophag ist offen. Hier ist nichts. Das ist nur eine Notiz, oder? Nee. Tisch nimmt er nichts. Hier ist der Löwenkopf runtergefallen. Können wir was mitnehmen? Der Schrank ist für uns nicht zugänglich. Hier ist auch nichts. Okay, wir gehen schnell wieder raus. Gucken mal, was wir gefunden haben. Wir haben eine Speerspitze gefunden, sozusagen. Das heißt, wir haben also die Ach, warte mal, können wir in das Nachbarzimmer gehen? Das wäre ja interessant. Der Rauch ist zu dicht. Ich halte es hier nicht lange aus. Nee, das lässt sie nicht zu. Okay, also ich habe jetzt nur ein Item gefunden. Das ist irgendwie ein bisschen wenig gefühlt. Aber er sagt noch nicht, dass es Sarkophag leer ist, weil er hat ja vermutet. Könnte daher sein. Das Momov. Das ist 11. Nee. Okay. Wir haben was Spitzes. Wir haben diese ganzen. Egypt wird hier helfen. Also muss ich irgendwie das EGYT entfernen? Was haben wir, um diese Angst zu sagen? Wie haben wir hier? Wir haben 6 Ankgruppen, haben aber 5 Wörter drüber. Haben wir 5 Wörter, haben wir 4 Ankgruppen. Oh je. Na gut, das werden wir aber auch rauskriegen. Die Frage ist nur, wir denken mal kurz drüber nach, wozu brauchen wir jetzt die Spitze. Nee, zurück, natürlich. Es sieht aus, als hätte jemand seine Spuren verwischen wollen. Aber war es wirklich Absicht? Wir gehen ja nochmal den Gang entlang. Recht. Es ist, als hätte jemand hinter diesen Wänden etwas gesucht. Aber der Verrückte hat lediglich den unteren Teil der Wand erreichen können. Was für eine Verwüstung. Ich glaube nicht, dass sie durch die Explosion... Was für eine Verwüstung. Ich glaube nicht, dass sie durch die Explosion verursacht wurde. Was für eine Verwüstung. Okay, was wissen wir jetzt? Wir haben das analysiert. Wir haben diese... So brauchen wir denn jetzt... Ist das vielleicht ein Satz, der da rauskommt.
Was für eine Verwüstung. Was für eine Verwüstung. Was für eine Verwüstung. Was für eine Verwüstung. Können wir irgendwas machen? Die Zettel eigentlich? Nee. Chip wird dir helfen. Also soll ich jetzt einfach nur die Buchstaben von dort oben mischen und hier unten da reinwerfen? Das kann ja nicht sein, oder? Das wäre schon ein bisschen sehr... Warum sollte mir Ägypten helfen? Wir haben ein Wort Ägypten, das ist hier. Also ein... Quatsch. Ups, haben wir auch ein Y drin? Nee, das hilft uns also nicht. Das ist das Fünferwort und haben wir hier ein Fünferwort? Nee. Okay, das ist hier Ägidete. Aber ich sehe kein Y. So, was machen wir hier? Okay, ich würde sagen, wir fangen mit dem kleinen Zettel an. Vielleicht lernen wir mit dem kleinen Zettel eine Rätsel, wie wir das machen können. Ich meine, sonst kennen wir es ja immer, dass das irgendwie eine Kodierung ist. Durch ein Symbol, ein Buchstaben entspricht. Aber hier... Der große Zettel ist ja dann hoffentlich ein ähnliches System wie der kleine. Also wir müssen den kleinen rausfinden. Warum Ägypten wird dir helfen? Okay. Was auffällt ist, wir haben ein S, ein C und ein H. Also schon mal. Das heißt, es kann nur das erste und das vierte Wort sein. Gott, das ist schüttelmäßig. Du kannst ja alles Mögliche jetzt da reinmachen. Also, das kann ich mir nicht random vorstellen. Es wird irgendein System sein. Wenn wir die Wörter schütteln hier vorne und dann hier einsetzen, immer geschüttelt, man weiß ja Übertrag machen, dann haben wir ein S-I-D-N. Dins. Dis. In. In. Und dann DS, wo geht denn Wort? Ins. In. Spektakulär. Nee. Okay, kann man mehrere Wörter nehmen. Moment. S, C, H. N, E. Schnee. Moment, wir nehmen die ersten Buchstaben. Da haben wir S, C, H. N, E. Was macht man dann? Nimmt man die zweiten. E, D, E. Nein. Oh, Moment. Das klingt gut.
Wo ist ein Zettel? Ich brauche einen Zettel. Ich brauche Zettel, Zettel, Zettel. Okay. Also. Buchstaben haben wir hier? Wir haben 8 Buchstaben. Schneide sind schon 8, okay. Schneide. So. Dann folgt ein U. Schneide. UN. Und. Dur. Zweier. FI. Findest. Schneide und du findest. Okay. Wir sollen irgendwas zu schneiden. Okay, damit wissen wir, wie das geht beim großen Zettel. Okay, fangen wir an. Also, ich glaube, das sind 2 I's und kein H, oder? Ja, wahrscheinlich. Die 3 Buchstaben. R, E. Rel. Li. Das Wort hat 8 Buchstaben und so ein 8-buchstabiges Wort hier. Sehr gut, das haben wir. Dann folgen nochmal 8 Buchstaben. E, Religion. RE. Die Religion. Nochmal. SV. VE Fair. Region Fair in IN ja. Und G verbindet. Falsch, das B ist falsch. Die Religion. Nicht gerade so passend. Verbind. Okay, dann was wir sehen. Verbind. So, haben wir hier E. Das bei 5 Buchstaben als nächstes. I. Also es ist 2 H. Hier ist wegen 1. Ein. Verbürgt. Das ist ein R gewesen. Warum habe ich das R nicht genommen? Ach, weil ich wieder das H gezählt und ich das natürlich ein R. Trottel von mir. Verbürgt. Also okay. Die Region verbirgt einen. Das will ich gar nicht mehr. Ich glaube hier. Den L sein. Das kommt ein langes Wort. Einen. Leuch.
Item. Denn. Ort. Okay, also schneide und du findest, die Religion verbirgt einen leuchtenden Ort. Okay. Aber wo? Was für eine Verwüstung. Was für eine Verwüstung. Okay, also wir müssen erstmal rausfinden. Was für eine Verwüstung. Verschlossen. Hier ist es zu gefährlich. Ich werde woanders nach Indizien suchen. Der Rauch ist zu dicht. Ich halte es hier nicht lange aus. Warte mal, können wir was machen. Mit dem Stück Stoff vor dem Mund kann ich besser atmen. Okay. Ja, die Speerspitze, die Religion. Die Religion verbirgt. War denn hier Religion? War denn eine Bibel gewesen irgendwo? Kreuz? Wo weist uns jetzt dieser Hinweis hin? Ach genau, beim Schild. Noch eine List des Lords? Was willst du jetzt haben? Ach, wir müssen das ganze Rätsel jetzt hier schnell einbauen. Während wir in einem brennenden Raum sind. Nun klar. Das ist natürlich. Entschuldigt bitte, aber ich finde dieses Spiel wirklich bescheuert. Es hat eine gewisse Urigkeit, aber diese Rätsel sind halt einfach nur aneinander gerückt und ja, schlimmer als Wimmelbilder. Das muss schon was heißen. Okay, also wir haben Schneide und du findest und die Religion verbirgt einen leuchtenden Ort. Jetzt ist die Frage, müssen wir jetzt wirklich hier reingehen und all das... Der Rauch ist zu dicht. Ich halte es hier nicht lange aus. Es geht auf, sehr gut. Und hier dahinter. Okay. Ich würde aber auch mal sagen, nicht, dass wir hier komplett abnibbeln, sollten wir rausgehen. Oh Gott. Also nicht einen Klick machen können. Du musst erst zurückgehen und dann wieder hin. Okay, also hier oben mal speichern. Rechts. So, wir haben jetzt gerade gesehen, es ist neben dem Bild gewesen. Ist zu dicht. So. Was ist denn da drin? Da drin habe ich einen Speer rein. Ein wahrhaft entscheidendes Geständnis. Deine Beharrlichkeit hat gesiegt, Elisabeth. Wie sehr habe ich diesen Augenblick gefürchtet. Nur die Mumie kann die Macht haben, meine Liebe zu dir zunichte zu machen. Bewahre die Welt so gut ich kann vor der Gefahr Anubis. Verzeih mir. Hä? Deine Beharrlichkeit? Ist das ein Rätsel für Elisabeth gewesen eigentlich, oder wie? Was gekriegt? Wir haben Gewicht. Nee, wir haben Gewichte gekriegt und einen Schlüssel gekriegt. Okay. Würde ich sagen, wir gehen raus.